Island, hoch im Nordatlantik. So mancher hier pflegt eine ungewöhnliche Leidenschaft. Die für Fußball im Schlamm. Männer wie Haldan Bjarki, Gründer des FC Karaoke, der ersten isländischen Mannschaft im Schlammfußball. Auch Thomas Mikael ist schon seit Jahren dabei. Er ist der Stürmer im Team. Im Tor steht felsenfest der Kapitän der Truppe, Pietur Magnússon, die Nummer 12. Für Schlammfußballer ist Island der Nabel der Welt. Seit 2004 wird das abgelegene Ísafjörður jeden Sommer zum Mekka des Schlammfußballs. Es ist eine wilde Mischung aus Rockfestival, Kostümparty und Sportveranstaltung. Anfangs traten nur 4 Mannschaften zum Turnier an, darunter auch der FC Karaoke. Inzwischen messen in manchen Jahren über 40 Teams in Ísafjörður ihre Kräfte und sie kommen auch aus dem Ausland. Daher trägt die alljährliche Veranstaltung nun den Titel European Cup, Europameisterschaft. Alter, Bauchumfang oder Herkunft zählen hier nicht. Ob Männer- oder Frauenteams, der Spaß außerhalb des Schlammfeldes ist ebenso wichtig wie der Sport. Eine gute Konstitution hilft in jeder Hinsicht. Schlammfußball ist ein sehr anstrengender Sport. Wir rennen mit 200 Kilogewichten an den Füßen. Es ist ganz wichtig, ein starkes Team zu haben. Die Spielregeln beim Schlammfußball ähneln denen des ganz normalen Fußballs. Aber es gibt einige gravierende Unterschiede. Das Niederringen des Gegners zum Beispiel ist ausdrücklich erlaubt. Wer einem Gegenspieler aber Schmerzen zufügt, muss sich mit einem Kuss auf die verletzte Körperstelle entschuldigen. Und zur Strafe auch noch für eine Minute lang mit einem Sack über dem Kopf auf dem Spielfeld verweilen. Wegen der hohen körperlichen Belastung dürfen die Spieler unbegrenzt ausgewechselt werden. Eines aber gilt hier wie beim regulären Fußball. Endet ein Spiel unentschieden, entscheiden Freistöße über Sieg oder Niederlage. Natürliche Sümpfe, die sich zum Schlammfußballspiel eignen würden, gibt es nicht in Island. Sie müssen erst angelegt werden. 30 mal 10 Meter messen die Felder. 3 Tage lang werden sie gepflügt und immer wieder gewässert, bevor der Europacup starten kann. Und dann ist er da, der Turniertag. Endlich. Nach Monaten des Wartens. Mannschaften treten in diesem Jahr zum Europacup an. Der FC Karaoke startet allerdings mit Mühe in das Turnier. Und dann noch das. Die Erzrivalen, die Hawks und der FC Karaoke müssen sich heute aus Kostengründen ein Teamzelt teilen. Ja.
Noch etwas schockiert vom bisherigen Verlauf geht der FC Karaoke über zu Plan B. Hat jemand ein Taschenmesser dabei? Oder eine Axt? Plan B ist eher ungewöhnlich für ein Sportturnier. Die Männer mischen einen Alkoholpunsch. In erster Linie nicht für sich, sondern in der Hoffnung, dass sich die diebischen Hocks betrinken und so das nächste Spiel verlieren könnten. Zunächst scheint der Plan zu funktionieren. Im Laufe des Spieltags kommen jedoch auch die Männer vom FC Karaoke auf den Punsch und trinken schließlich mehr als die Hocks. Die Männer des FC Karaoke sind nicht mehr die Jüngsten, aber sie wollen den Titel wie im Vorjahr. Ist es der Punsch, der Fokus oder ihr starkes Karaoke-Herz? Plötzlich läuft der Rest des Turniers gut für das Karaoke-Team. Und so stehen sie vor ihrem Erzfeind plötzlich im Finale. Das besteht hier aus drei Mannschaften, die im Freistoßschießen gegeneinander antreten müssen. Wer hier gewinnt, der ist Schlammfußballmeister. Der letzte Schuss. Und das Unfassbare gelingt. Der FC Karaoke verteidigt tatsächlich den Titel. Wieder sind die Karaokis Schlammfußball-Champions. Anderswo mag das nicht viel zählen. Aber heute und hier auf Island ist der schmutzigste Tag der schönste auf Erden.